Könnt ihr euch noch an den letzten Generali Berliner Halbmarathon im April 2019 erinnern? An den Nervenkitzel beim Start, euer Runners High auf der Strecke und das unbeschreibliche Gefühl beim Lauf durch das Brandenburger Tor kurz vor dem Ziel? Der virtuelle ist nach wie vor kein Ersatz für den echten Generali Berliner Halbmarathon. Diesen planen wir weiterhin für den 22. August 2021. Nach der langen Durststrecke freuen wir uns dann umso mehr, euch an der Startlinie zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule begrüßen zu dürfen. Und wie geht das eigentlich? Egal ob in Laufschuhen, Inlineskates, im Rollstuhl oder mit dem Handbike, an den drei Tagen zwischen dem 9. und dem 11. April habt ihr genau 72 Stunden Zeit, euer Virtual Race zu starten. Wo ihr das tut, ist ganz euch überlassen. Ihr habt die freie Wahl. Sucht euch eure Lieblingsstrecke aus und genießt den Halbmarathon oder auch die 10 Kilometer, solltet ihr euch für eine kürzere Distanz entschieden haben. Ja, nach eurem Finish könnt ihr euer Tracking als GPX-Datei herunterladen. Dabei ist es ganz egal, von welchem Hersteller eure App oder die Uhr ist. In unserem persönlichen Login-Bereich findet ihr ein Feld dazu. Dort könnt ihr die Datei ganz einfach per Drag and Drop hochladen. Solltet ihr beim Upload Probleme haben, schickt uns gerne einen Screenshot davon an virtual@scc-events.com. Eure Trackings könnt ihr vom 9. April bis einschließlich dem 12. April hochladen. Wenn ihr euch so richtig belohnen wollt, bestellt euch bei eurer Anmeldung ein Premium-Paket mit ganz besonderem Inhalt dazu. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei.